Blaulicht Bayern, der Hitradio RT1 True Crime Podcast. Die Helden vom Tegelberg. Stell dir vor, es klopft und ein Mörder steht vor der Tür. Was tust du? Es klingt nach Hollywood oder nach einem Horrorfilm, wie es ihn hundertfach bei Streamingdiensten gibt. Aber so ähnlich ist das bei uns im Allgäu passiert. Mein Name ist Leon Messerschmidt und bei mir im Studio ist meine Kollegin Franziska Megerle. Hi Leon. Und wir zwei sprechen heute über einen ja sehr dramatischen Fall einerseits, aber andererseits auch über einen Fall von echter Zivilcourage. Und wir, beziehungsweise du Franzi, hast den Mann interviewt, der den damals sogenannten Hammermörder von Meitingen zusammen mit seinen Kollegen überwältigt hat. Ja, ganz genau. Aber lass uns mal ganz zum Anfang zurückspringen. Wir sind im Jahr 2022, als ein grausames Verbrechen für Schlagzeilen sorgt. Ja, da sind wir an einem Freitag Ende Oktober. Da kommt damals die erste Polizeimeldung rein. Eine Frau ist gestorben, offenbar umgebracht und ihr Mann ist spurlos verschwunden. Gegen 13 Uhr wird die 46-Jährige tot in ihrer Wohnung in Meitingen bei Augsburg gefunden. Sie hat schwerste Verletzungen. Sie ist offensichtlich erschlagen worden. Und das sind wirklich schlimme Bilder, die sich der Polizei da bieten. Jemand hat mit einem Hammer brutal auf sie eingeschlagen, auf den Kopf, da ist überall Blut. Und auch die Katze der Familie ist erschlagen worden. Im ersten Moment ist da massiv Polizei vor Ort, auch schwer bewaffnete Einsatzkräfte stehen vor dem Haus. Es fällt nicht nur den Nachbarn damals auf, sondern auch vielen Leuten, die auf dieser Hauptstraße in dem Ortsteil einfach vorbeifahren. Für die Ermittler ist dann schnell klar, der 12 Jahre ältere Ehemann der Frau, der ist dringend tatverdächtig. Er ist auch nirgendwo aufzufinden. Die Polizei fahndet nach ihm, hat erstmal keinen Erfolg. Und wenige Stunden später kommt dann auch die Öffentlichkeitsfahndung. Also die gehen dann wirklich nach draußen mit seinem Bild, mit seinem Namen, mit einer Beschreibung, auch mit dem Autokennzeichen von dem Fahrzeug, mit dem er mutmaßlich gefahren war. War so ein dunkler Audi. Und in dem Fahndungsaufruf hieß es damals auch ausdrücklich, den Mann vorsichtshalber nicht ansprechen, sofort die Polizei informieren. Ja klar, das muss ja dann auch ganz, ganz schnell gehen, um eben dann einen mutmaßlichen Mörder zu fangen und zu erwischen. Aber wenn er jetzt mit dem Auto unterwegs ist, dann könnte er ja auch schon über alle Berge sein. Ich meine, in nur wenigen Stunden ist man da in Italien, in der Slowakei oder weiß ich nicht wo. Und dann in Europa auch noch, da wird man ja nicht mal kontrolliert an der Grenze. Klar, so von Meitingen aus bist du auch ruckzuck auf der Bundesstraße, du bist auf der Autobahn. Aber an der Stelle ist er sehr schnell festgenommen worden. Also schon in der Nacht auf Sonntag hat die Polizei zugeschnappt und der Mann kommt dann auch sehr schnell in U-Haft. Das geht ja wirklich schnell. Ja, und ist auch ungewöhnlich, weil es erstmal überhaupt keine Anhaltspunkte gab, wo er sich aufhält. In diesem Fall muss man aber auch ehrlich dazu sagen, es liegt nicht daran, dass jetzt die Polizei besonders raffiniert ermittelt hat oder da einer besonderen Spur draufgekommen ist, sondern es lag tatsächlich an Helfern aus der Bevölkerung, die unfassbar schnell reagiert haben. Der damals 58-Jährige, der Gesuchte, der ist aus Meitingen geflüchtet und zwar zum Tegelberg. Na, Tegelberg kennen wir, liegt ganz in der Nähe von Schwangau, Stichwort Schloss Neuschwanstein, Forgensee, Hopfensee, gibt es eine Sommerrodelbahn, wer es nicht kennt, es gehen viele hin zum Wandern, in der Luft sind immer Drachenflieger oder Gleitschirmflieger unterwegs, das ist schon so ein Touri-Hotspot. Und wie genau wurde er da jetzt geschnappt? Weil er wird ja vermutlich einer von ganz, ganz vielen Besuchern, Touris eben sein. Ich gehe mal davon aus, so schnell hingen da jetzt auch keine Fahndungsplakate, wie man das dann teilweise aus Comics oder Filmen kennt. Wie lief das dann? Es ist jetzt auch nicht so das Übliche, sage ich mal, dass auch an Touristenspots Fahndungsplakate ausgehängt werden. Die Mitarbeiter haben in dem Fall auch jetzt nicht speziell nach ihm gesucht. Er hat schlicht und einfach geklopft bei ihnen. Also man muss dazu wissen, diese Bergstation der Tegelbergbahn, die liegt auf gut 1700 Metern. Die ist das ganze Jahr besetzt, fast das ganze Jahr und zwar rund um die Uhr. Das heißt jetzt nicht, dass die Bahn 24/7 fährt. Die hat zwischen 9 und 17 Uhr auf, da geht es den Berg hoch und auch wieder runter. Aber der Maschinist, der wohnt da oben, das heißt, da ist eigentlich immer jemand da. Und ja, gesprochen habe ich mit Tino Hinderlich, der arbeitet da seit einigen Jahren und diese eine neblige Nacht, die wird er nie vergessen. Das ist nämlich die Nacht, als unser gesuchter Mann bei ihm geklopft hat. Und wenige Stunden später war die Polizei mit Maschinenpistolen am Tegelberg. Um Gottes Willen. Also ich glaube, wie du schon gesagt hast, diese Nacht wird er wahrscheinlich nie vergessen.
Und du hast eben den Tino an seiner Arbeitsstelle besucht und dir die ganze Story erzählen lassen. Zum Interview kommen wir gleich. Vorab interessiert mich aber schon noch, was ist er denn so für ein Typ? Also für mich ist das ein ganz sympathischer, so nahbarer Typ. Also du merkst schon, der hat viel mit Menschen zu tun, kommt ursprünglich aus Berlin und hat dort Koch gelernt. Dann ist er einem Kumpel gefolgt und ins Allgäu gezogen, weil, sind wir ehrlich, diese Bergkulisse gerade am Tegelberg vor Alpenland ist schwer zu schlagen. Ist einfach wunderschön. Hat er mir auch so erzählt, dass es dieser unfassbare Ausblick war im ersten Moment, dass er dort geblieben ist. Aber klar, auch er hat viele Hobbys, viel Sport, macht es da auch gerne. Mich persönlich, muss ich gestehen, hat dieser Ausblick in Richtung Königsschlösser auf die vielen Seen, glaube ich, an der Stelle auch mehr beeindruckt als ihn. Er wohnt da oben, er hat es von morgens bis abends und auch in der Nacht, wenn jetzt kein Nebel ist, er sieht es jeden Tag. Ich hatte große Augen. Er jetzt nicht unbedingt. Sein offizieller Jobtitel ist zweiter Hauptmaschinist. Das heißt, er macht die Kontrollfahrten und er sorgt dafür, dass die Bahn läuft, beantwortet da oben natürlich auch die Fragen der Gäste. Also da ist schon einiges los. Und jetzt kommen wir wieder zum Tatabend zurück. Er und sein Kollege Soltan werden seit dem 29. Oktober 2022 natürlich mit Augenzwinkern die Helden vom Tegelberg genannt. Und dafür gab es jetzt eben auch 2 Jahre nach der Tat eine Auszeichnung für ihren einfach geistesgegenwärtigen Einsatz. Und das kann der Tino selbst gar nicht fassen. Ja, ich war eigentlich im Nachhinein immer noch geflasht davon, was wir da überhaupt verbracht haben. Also einen gesuchten Straftäter, der seine Frau umgebracht hat, den haben wir bei uns im Hause und dann mussten wir auch irgendwie handeln, ja. Jetzt nimm uns mal mit. Was war denn das für ein Tag eigentlich? Das war Ende Oktober 2022. Gegen 22.30 Uhr hat sich die Person aufmerksam unterhalb von meinem Fenster gemacht. Wie? Ja, mit Hilferufe und so. Und er meinte dann, er hat die letzte Bahn verpasst. Ja, und um 22.30 Uhr ist es dann schon eine sehr komische Zeit, dass er die Bahn verpasst hat. Da lasse ich mir noch 18, 19 Uhr eingehen, ja. Hab gerade eine Serie schon auf Netflix. Weißt du noch welche? Na, das weiß ich nicht mehr. Du warst da in deiner Wohnung. Vermutlich hat man von außen Licht gesehen oder wie ist das? Genau, Betriebswohnung, war ja Sommer, habe ich auch Fenster aufgehabt und dann hat die Person halt geschrien, ja. Und wie hast du dann reagiert? Also hast du dann gesagt, was machen Sie hier oder? Ja, aber ihr habt dann halt reagiert. Wir wollten ihn halt dann in der Wartehalle schlafen lassen. Weil um die Uhrzeit kannst du ihn ja nicht mehr runterlaufen lassen, weil er ja stockfinster war. Ja, das heißt, du hast mit Kollegen gesprochen dann, oder? Ich habe dann noch den Wirt mit bei gehabt und noch jemand aus dem Panorama-Restaurant, ja. Also den Wirt vom Tegelberghaus. Und weil ich mir so spooky war um die Uhrzeit, habe ich mir eigentlich den Führerschein von den Herren geben lassen und mir die Daten abfotografiert. Und dann haben wir die Polizeiinspektion Füssen angerufen. Habt ihr ihn gegoogelt? Danach dann, ja, wo die Polizeiinspektion Füssen uns geraten hat, wir sollen uns verbarrikadieren. Dann haben wir gegoogelt und da war der Herr schon zur Fahndung ausgeschrieben, ja. Sagt einem da nicht das Herz so ein bisschen in die Hosentasche, wenn man hört, hey, verbarrikadiert euch, haltet Abstand? Ja, das schon, aber wie gesagt, ihr habt dann ja handelt mit den Kollegen zusammen, weil irgendwas mussten wir tun, weil die Polizei kommt ja nicht hochgefahren mit der Gondel, weil ich muss ja die Maschine anschmeißen. Und die Edelweiß, also der Polizeihubschrauber, hätte nicht fliegen können, weil null Sicht war. Und deswegen haben wir gehandelt. Also vorher habe ich mir Kabelbinder präpariert. Und dann bin ich auf die Person zugegangen und habe ihn noch gefragt, ob er noch was trinken mag. Und in dem Moment, wo er sich aufgerichtet hat, haben wir ihn die Arme verdreht und den Kabelbinder zugezogen. Das klingt nach Sekunden. Nee, das waren Sekunden. Ganz schnell ging das. Aber er hat sich auch nicht gewehrt. Also, der war eher freundlich und zu uns. Wir haben ihn ja auch gefüttert auf gut Deutsch mit Wienerle und haben ihn Spezi gereicht und rauchen lassen. Ja. Was hattest du so einen Eindruck von ihm? Der war erleichtert, dass er gefasst worden ist. Weil so wie das sich angehört hatte, wollte er sich hier am Tegelberg eigentlich das Leben nehmen. Ist er dann hochgelaufen oder ist er wirklich am Nachmittag mit der Bahn gefahren und hat sich dann irgendwo im Wald rumgetrieben? Der ist früh morgens mit der Bahn auf und hat sich halt hier am Tegelberg aufgehalten. Er fällt ja in der Menge ja dann nicht auf untertags. Hat er entsprechend Ausrüstung dabei oder hast du eher gedacht, hä, der hat ja gar keinen Rucksack oder so? Also war jetzt nicht der typische Wanderer, also mit Rucksack und so. Und deswegen war man ja skeptisch. Was hattest du am Anfang von ihm für einen Eindruck im Vergleich zu, als er dann gefesselt war? So ein bisschen Mitleid habe ich gehabt mit ihm, weil ich auch ein Kabel ein bisschen eng gezogen habe. Und dann habt ihr ihn auf einen Rollstuhl gepackt, habe ich das richtig im Kopf? Ja, genau, wir haben hier am Berg einen Notrollstuhl für Gäste, die sich umgeknickt haben oder dass wir die besser transportieren können in der Kabine dann. Und daran haben wir ihn fixiert, ja, und dann zur Tal gefahren. Das heißt, ihr habt ihn dann runtergefahren? Also ihr habt erstmal die Maschine hochgefahren, weil ich bin ja Maschinist und habe dann die Bahn per Hand runtergefahren.
die Kollegen von der Gastro sind mitgefahren und haben ihn noch gesichert. Und unten war halt das Empfangskomitee, die Polizei mit MP und so. Wie viel Polizei war da vor Ort? Wie muss ich mir das vorstellen? Ja, da waren schon 3 Einsatzwegen da. Also, ich denke mal, so 10 Beamte waren es schon. Okay, und die hatten so richtig Pistolen dabei und auch so ein bisschen ausgepackt, so nach dem Motto, wir sind jetzt bereit zu schießen, wenn irgendwas ist? Ja, genau. Du holst dein Handy raus, hast du ein Foto gemacht? Ja. Okay, sensationell. Aber ich stelle es mir gerade so vor wie im Film, es geht so langsam die Türe auf und du wirst empfangen von irgendwie 30 Polizisten, die dich anschauen. So, da haben wir ihn rauchen lassen. Ah, okay. Und ihr habt ihn aber zugedeckt, dass es nicht so kalt genau, ist. Ja, genau, da wird er erst eigentlich schlafen, genau. Mhm. Und so war das Empfangs. Ja. Oh ja, tatsächlich, Maschinenpistole. Und oh ja. Der Polizeichef von Füssen war auch dabei. Ist es so ein bisschen auch Stress in dem Moment, wenn man sich denkt, oh Gott, ich habe doch nichts gemacht? Na, eigentlich nicht. Wie gesagt, wir haben einfach nur gehandelt, dass der Tag abgeschlossen ist und dass die Person zu Tal kommt. Weil irgendwann ist mal Feierabend. Wann war das denn? Also um 10:30 hat er bei dir geklopft. Bis wann ist das Ganze vonstatten gegangen, dass ihr dann irgendwann unten angekommen seid? Also um 1 Uhr rum waren die Kollegen dann von mir wieder oben. Und dann haben wir uns erstmal hingesetzt, ein Bierchen getrunken und erstmal philosophiert, was der Tag heute war und was wir da gerade gemacht haben. Ja. Ich kann es mir lieber vorstellen, weil das macht man tatsächlich nicht alle Tage. Reicht da überhaupt ein Bier? Weil ich glaube, ich bräuchte dann Schnaps. Na, das war schon nur ein Bier, weil ich musste ja dann wieder um 7 Uhr aufstehen. Der Chef war auch fassungslos, der war ja in Südtirol in Urlaub. Den haben wir dann nur noch kontaktiert. Und seitdem bin ich mit dem Kollegen hier oben, der Held vom Tegelberg. Wie hat dein Chef reagiert? Hat er gemeint, wollt ihr mich verarschen, ist der 1. April, oder? Also den Chef haben wir ja als erstes angerufen, dass wir noch eine Fahrt machen müssen, dass wir hier diese Person oben haben. Mein erster Augenblick, wo wir ihn angerufen haben, ich dachte, der wird sich eindenken, dass wir auch total besoffen sind oder zugekokst sind oder keine Ahnung. Also, weil in der Nacht anrufen und sagen, wir haben hier Mörder. Ist noch nie passiert, oder? Vermute ich jetzt einfach mal. Na, noch nie. Vielleicht waren schon ein paar Mörder hier am Berg, aber wie gesagt, das war mal eingefasst haben, das erste Mal. Ja. Wie ist es, wenn du da zurückdenkst? Also dein Kollege hat schon gesagt, das war so ein crazy Abend, also ein ganz verrückter Abend, der eigentlich nicht so richtig real scheint. Ja, ich denke genauso wie der Kollege. Also wir waren fassungslos auf eine Art, was wir überhaupt jetzt geleistet haben und dass wir so eine Person am Berg haben. Ihr habt einen Preis bekommen für euer Engagement, das der unser Innenminister verliehen hat, der Joachim Herrmann. Wie war das so, da hinzugehen und tatsächlich auch ausgezeichnet zu werden für so einen total aus dem Rahmen fallenden Abend? Das war mega. Also vor Publikum da stehen und die Auszeichnung zu bekommen, hochrangige Politiker waren ja noch da, hochrangige Polizisten. Das war einfach ein gutes Gefühl für mich selber und für meine Kollegen, was verbracht zu haben, eine Auszeichnung zu bekommen und dann natürlich vom Innenminister. Ja. Hat die Medaille jetzt einen Ehrenplatz? Die hat eine Vitrine, ja, zu Hause. Meinst du, da kommen noch mehr dazu? Na, ich glaube, das war eine einmalige Aktion, aber wie gesagt, Zivilcourage heißt für mich wirklich handeln, also auch nicht wegschauen, egal ob jetzt eine Person ausgeraubt wird oder zusammengeschlagen wird, also dazwischen gehen, helfen, handeln und nicht wegschauen. Wenn ich jetzt denke, ich hätte so ein Erlebnis gehabt und vielleicht bin ich da ein bisschen mehr ein Weichei, ich würde wahrscheinlich ein bisschen kritischer auf andere Menschen schauen. Wie geht's dir damit? Ja, du weißt halt nicht, wer jetzt hinter dir steht, wer vor dir steht hier, was wir haben an Gästen. Da kann schon der eine oder andere Kriminelle mit dabei sein, ja. Also wenn einer eng hinter einem steht in der Kabine, so, da kriege ich ein mulmiges Gefühl, ja. Hat in der Zwischenzeit eigentlich schon mal jemand wieder nach der Feierabendzeit bei dir ans Fenster geklopft oder ist da am Berg aufgekreuzt? Nein, leider nicht. Auch keine Dame. Du sagst leider nicht. Was meinst du, was passieren würde, wenn es wieder klopft und jemand sagt, Hallöchen? Also Hilfe tue ich immer leisten. Auch wenn jetzt die Person zu spät ist, aber ich hoffe nicht, dass es wieder die gleiche Person ist oder eine kriminelle Person ist. Man merkt einfach, wie du ihn auch beschrieben hast, diese Lockerheit, was dann eben an diesem Abend passiert ist, das klingt alles so leicht, wie er das dann erzählt. So, ja, dann haben wir den halt geschnappt. Aber Verständnisfrage, da war jetzt dieses mit dem Führerschein und Polizei angerufen und dann doch nochmal gegoogelt, warum hat er sich denn den Führerschein überhaupt geben lassen? Ist das so Standardprozedere? Er hat es ja auch so geschildert, das war so eine spooky Situation in diesem Fall. Es ist ihnen schon komisch vorgekommen. Da ist ein Mann, der Stunden nach der letzten Bahn sagt, wirklich in der stockdunklen, tiefen Nacht, er hat die letzte Bahn verpasst, er hat keine Bergausrüstung, er muss ja stundenlang schon am Berg gewesen sein. Er ist auch irgendwie fertig, er ist so durch den Wind.
ich verstehe schon, dass sie lieber mal nach den Personaldaten fragen und dann halt auch sicherheitshalber die Polizei informieren, weil eigentlich Nachtaufstieg am Tegelberg oder Nachtabstieg, das macht keinen Sinn. Und wie ging das dann mit dem Mann aus Meitingen weiter? An diesem Abend ist der Mann dann erstmal von der Polizei mitgenommen worden. Klar, der nächste Schritt ist dann, der wird einem Haftrichter vorgeführt. Der prüft dann, kommt der Mann in Untersuchungshaft. Ich glaube, in dem Fall war die Fluchtgefahr auch sehr klar, weil ja schon geflüchtet. Er ist dann ja auch in Urhaft gekommen, darüber hatten wir vorhin schon gesprochen. Und dann laufen natürlich die Ermittlungen weiter. Also was genau ist an diesem Tag passiert? Was steckt da drin? Nach einigen Monaten sind die Ermittlungen abgeschlossen, es kommt zur Anklage und dann auch zum Prozess. Und dieser Prozess ist damals geführt worden wegen Mordes, deshalb ist dieser Fall ja teils auch als Hammermord bekannt, zumindest damals gewesen. War so in Radio, in Fernsehen, in Zeitungen so darüber berichtet worden. An der Stelle muss ich da aber schon mal vorgreifen, weil technisch gesehen ist der Begriff nicht richtig. Am Ende wird das Gericht nämlich entscheiden, es war Totschlag, das heißt kein Mord. Okay, aber wenn ich das jetzt so höre und wenn wir das nochmal durchgehen, Mord, eine Frau, die brutal erschlagen worden ist, die Katze auch noch. Klar ist das reißerisch, wenn man dann sagt Hammermord und es war ja mit einem Hammer, aber dann ist doch Mord eigentlich richtig, oder nicht? Das Richtigste wäre an der Stelle, glaube ich, Tötungsdelikt, was wiederum niemand so im normalen Sprachgebrauch dann auch verwendet. Diese Frage, die kommt ja bei solchen Fällen immer wieder mal auf. Wir hatten es, glaube ich, auch bei unserer Folge zum Dreifachmord in Langweiter, hatten wir kurz drüber gesprochen. Wenn jemand jemandem etwas antut, dann steht immer die Frage im Raum, was wollte der Täter oder die Täterin? Und wenn ich das jetzt ganz grob runterbreche, es geht um diesen Unterschied, gibt es einen Streit, der eskaliert oder attackierst du jemanden aus der spontanen Emotion raus, dann ist es eher Totschlag oder planst du einen Mord und wartest dann zum Beispiel schon mit dem Hammer hinter der Tür und das schon seit Stunden. Es gibt da verschiedene Mordmerkmale, unter anderem Habgier, Heimtücke oder Grausamkeit, aber das ist so ganz grob der Unterschied. Also deswegen in diesem Fall wird von einem Totschlag gesprochen und es ist kein Mord. Dementsprechend ist der Ausdruck Hammermord eigentlich auch ja, der falsche. Vielen Dank. In diesem speziellen Fall, da hat der Richter natürlich auch verschiedene Punkte abgewogen, weil, wenn wir uns in Erinnerung rufen, die Staatsanwaltschaft hat das Ganze ja auch wegen Mordes angeklagt. Also auch da waren sich die Ermittler erstmal sicher. Da war eine Absicht und auch eine Heimtücke dahinter. Aber entscheidend war diesmal, dass dieser Tattag auch nicht restlos nachvollziehbar war, weil eben auch nur zwei Menschen genau wissen, was da passiert ist und eine dieser beiden Personen ist tot. Die Tat war tatsächlich sehr brutal. Der Angeklagte hat vor und während der Tat an schweren Depressionen gelitten. Er war deshalb auch schon mal in der Psychiatrie. Er war bei der Tat vermindert schuldfähig. Auch das spielt dann wieder in die Bewertung mit rein. Auf der einen Seite hat er gestanden, aber er hat auch viel der Schuld auf das Opfer geschoben. Das hat nicht so die große Rolle gespielt bei der Bewertung. Das heißt, er war durch diese Depression zwar eingeschränkt schuldfähig, aber wohl auch sehr selbstmitleidig. Er hat da sich wohl eher als Opfer gesehen, also dass er viel gelitten hat unter seiner Krankheit, unter seiner Beziehung. Unterm Strich hieß es für den Richter, ja, vorsätzliche Tat, aber eben kein Mordmerkmal erfüllt. Deshalb Totschlag. Also das ist das, was du ja eben auch schon angesprochen hattest mit dem, es muss abgewiegt werden. Was ist es? Und so läuft das dann quasi ab. Jetzt ging es aber in dem Prozess ja nochmal im Detail um diese Tat. Und auch das hattest du ja gerade erwähnt. Es gibt nur zwei Menschen, die wussten, was da an diesem Tag passiert ist. So, und sie ist tot und er ist schuld. Ja. Franzi, wie genau lief das denn an diesem Tattag ab? Was ist da vor Ort im Haus passiert? Also ganz genau und ganz sicher werden wir es nie wissen. Kurzer Disclaimer an der Stelle. Ich gehe jetzt nochmal im Detail drauf ein, was da passiert ist und auch auf die Verletzungen. Also wem das zu viel ist, überspringt zu den nächsten 1,5 Minuten, bis ihr Leon wieder hört. An diesem Tattag
hat es offenbar einen Streit gegeben zwischen den beiden. Die Staatsanwaltschaft hat ihm ja vorgeworfen, dass er seine Frau plötzlich und ganz unvermittelt attackiert hat. Er sagt, ein Streit ist eskaliert, sie habe ihn als Schlappschwanz beschimpft an dem Morgen, es hätte auch ein Gerangel gegeben. Was wir sicher wissen, ist, dass er diesen fast 1,5 Kilo schweren Fäustlingshammer aus dem Keller geholt hat und sie dann frontal im Badezimmer attackiert hat. Also zunächst ist man davon ausgegangen, er hat sie von hinten, also völlig unvermittelt und für sie nicht sichtbar attackiert. Aber er hat ihr wohl von vorne auf den Kopf geschlagen mit einem so heftigen Schlag, dass sie zu Boden gegangen ist. Er hat insgesamt 6-mal zugeschlagen. Sie ist dann an ihrem Blut erstickt und ihr Schädel war tatsächlich auch zertrümmert. Also das war wirklich heftig, auch für die Polizei, die dann da vor Ort war. Und dann hat er noch die gemeinsame Katze erschlagen. Er hat den Hammer hingestellt und dann ist er geflüchtet. Und ich muss sagen, das klingt für mich extrem brutal. Und dass er da dann auch noch die Katze erschlagen hat, für mich klingt das so, als wäre das wirklich gewollt. Also dieser fast schon eben tiefe Hass irgendwie in dieser Beziehung, dass ein Streit so ausartet, da muss es ja wirklich tiefergehende Probleme gehabt haben. Also egal, was die Ausgangssituation war, ob das jetzt wirklich ein Streit war, das kam nicht aus dem Nichts. Also wie sich dann im Prozess auch rausgestellt hat, diese ganze Beziehung stand wohl unter keinem guten Stern, sage ich jetzt mal. Der Mann war zuvor über 10 Jahre mit seiner damaligen Lebensgefährtin zusammen. Er hat 2021 die Pflegerin seiner Eltern kennengelernt. Die hat sich in deren Haus um dieses ältere Ehepaar gekümmert. Er hat sich in sie verliebt, sie hat sich in ihn verliebt. Die Ermittler sagen später, dass er seine langjährige Beziehung öffnen wollte, dass er eine Dreierbeziehung wollte und da hat seine Lebensgefährtin dann nicht mitgemacht. Er hat sich getrennt und schon wenige Monate später, im März, hat er diese Pflegerin dann geheiratet, also seine neue Liebe. Sie 12 Jahre jünger, er 12 Jahre älter, egal aus welcher Perspektive man das sehen will, auch das ist ja schon mal ein gewisser Unterschied. Und dann stellt sich eben raus, die beiden passen wohl gar nicht zusammen. Ja, wie du sagst, im März 2022 heiraten die beiden. Das heißt, das wissen wir, wenige Monate später bringt er sie um. Hat er sich da wirklich gerade mal in etwas mehr als einem halben Jahr Ehe so ein riesiges Problem angebahnt? Oder war das ein Blackout oder ein Totalausfall, der nur an diesem einen Tag geschah? Also bei Blackout klingt jetzt für mich schon wieder nach dem Dreifachmord in Langweid, nach dieser Begründung. Das kam jetzt in diesem Prozess gar nicht zur Sprache. Er hat die Tat aber sehr bereut. War ja dann im Oktober, also wirklich dieses halbe Jahr später. In dieser Beziehung hat es wohl vom Start oft massiven Streit gegeben. Er soll sich sehr vernachlässigt gefühlt haben, soll dann auch versucht haben, wohl sie sozial zu isolieren. Gab starke Spannungen zwischen den beiden. Sie waren wohl auch sehr unterschiedliche Menschen und das soll sich entsprechend dann hochgeschaukelt haben. Also der Richter hat sie später als aufgedreht und quirlig bezeichnet und ihn als Muttersöhnchen. Also keine Kombi, bei der man sagt vom Fleck weg, das funktioniert von sich aus. Sie ist nach 4 Monaten schon aus der gemeinsamen Wohnung ausgezogen. Dann hat er sie wohl gedrängt. Dann ist sie nach 1 Monat wieder zurückgekommen. Das war dann Ende August. Aber auch ihm soll schnell klar gewesen sein, dass das überhaupt nicht passt mit dieser Beziehung. Er soll schon kurz nach der Hochzeit gesagt haben, dass diese Ehe der größte Fehler seines Lebens gewesen sei. Das klingt ja einfach nicht nach einer gesunden Beziehung. Gab es denn irgendwie Hinweise darauf, dass das so ausarten könnte? Also, dass es diesen heftigen Streit gab immer wieder, das haben die Ermittler nachgewiesen. Es gab Sprachnachrichten auch des Opfers. Sie soll ihren Mann auch immer wieder massiv provoziert haben. Sie haben sich wohl beide schon mal fast gegenseitig geschlagen, das hat sie mal gesagt. Und sie hatte eben wohl auch Angst, dass ihr Mann ihr was antut. Aber nicht so viel Angst, dass sie gegangen wäre. Ja, wobei sie ja schon gegangen ist und dann ja wieder zurückkam. Und wie du ja eben sagtest, beide hätten wohl einander beinahe geschlagen. Das klingt einfach, ja, schrecklich irgendwie in so einer Beziehung zu leben.
Heißt auf der anderen Seite, denke ich mir aber auch nicht, dass ich davon ausgehen muss, dass mein Partner oder meine Partnerin mir dann irgendwas antut. Also nur weil in einer Beziehung Streit ist, muss ich ja nicht davon ausgehen, dass es in Mord und Totschlag endet. Und in diesem Fall wortwörtlich. So oder so, der Richter hat am Ende in seiner Urteilsverkündung gesagt, es sei eine Beziehung gewesen zwischen zwei Menschen, die überhaupt nicht zusammengepasst haben. Auch da keine Entschuldigung für so eine Tat, einfach nur ein Hintergrund, dass eine Situation sich hochgeschaukelt hat. Am Ende muss der Täter 9 Jahre ins Gefängnis. Das Gericht hat eben keine Heimtücke gesehen, aber diese brutale Tötung. Und der Mann hatte die Tat dann auch gestanden. Er hat sich entschuldigt, er habe seine Frau nicht töten wollen und es tue ihm leid, was er der Familie da angetan hat, vor allem ihren Kindern. Ja, und jetzt sitzt er im Gefängnis. Und ein Foto von unseren beiden Helden, Tino und Soltan, zusammen mit ihren Courage-Medaillen oder den, wie heißen sie richtig, Franzi? Die Medaille für Verdienste um die innere Sicherheit, verliehen vom bayerischen Innenminister Joachim Herrmann. Genau, außerdem vom Rollstuhl und von der Bergstation am Tegelberg, die findet ihr in den Shownotes oder auf rt1.de. Falls ihr Fragen, Hinweise oder Vorschläge habt für weitere spannende Kriminalfälle, immer her damit, schreibt uns gerne eine Mail an podcast@rt1.de. Das steht auch nochmal im Text unten. Bei uns geht's jetzt nach der Sommerpause ja wieder weiter. Ja, und dann bleibt mir nur noch das Danke. Danke euch fürs Zuhören. Danke, Franzi. Danke, Leon. Und danke an der Stelle auch besonders an Tino, dass er uns seine Geschichte von dem Abend erzählt hat. Danke auch an unser Team hinter den Kulissen, Michi, Josef, Felix, Theresa und natürlich Chris. Und hört auch gerne nächstes Mal wieder rein. Blaulicht Bayern, der Hitradio RT1 True Crime Podcast.